Und ein freudiges Hallihallo. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute an diesem wunderbaren Freitag. Die Woche ist endlich vorbei. Und wir sind wieder in unserer World unterwegs. Und ich glaube, unsere Leute sind alle tot, die draußen waren. Ja, sieht schon mal echt schlecht aus. 22 Stunden hat der längste durchgehalten. Ein Tag und 22 Stunden. Nein. Abbrechen. Ja. Das ging ja fast in die Hose. Reanimieren. Ja, vor allen Dingen die. Und zurück. Und zurück. Ja, der kann noch ein bisschen. 22 Stunden ist er erst. Und der ist auch erst 22 Stunden. Die haben noch ein bisschen Zeit da draußen. So, wir schauen mal ganz kurz, was unsere Missionen waren. Waffen sammeln. Führe den Tempomodus erfolgreich aus. Ja, das kriegen wir wohl hin. Ja, und die Bewohner draußen im Ödland rumlaufen lassen. Auch kein Thema, aber erstmal fertigen wir hier unsere Leute ab. In unseren leeren Bezirken. Uiuiui. Neue Bewohner. Heute ist Freitag. Es ist wunderbar, endlich Wochenende. Die Woche war so anstrengend und ich. Und ich, ja. Und ich, Punkt. Ende aus. Vorbei. Okay, der Mensch da unten braucht anscheinend Tage, um seine Energie zu produzieren, da alleine. Gut. Dann ist das halt so. Da haben wir wahrscheinlich 10.000 Geld, nein, nicht ganz 10.000, aber eine Menge Kohle ausgegeben dafür, um die ganzen Leute wieder zu beleben. Aber, ich hätte ja zwischendurch einfach mal reingucken können und mich mir Sorgen machen können. Oh, ein Raider-Angriff. Wie lahm. Und auch noch so schlecht ausgerüstet. Moment, ich kann doch nochmal... Moment, hier diesen... Oh. Oh, habe ich ausgestellt den. Ah. Ja, wenn ich wie hektisch draufklicke, dann zoomt er noch weiter rein. Oh, dann wird das Bild aber auch schlecht und die Qualität nimmt ab. So. Eieiei, da sind sie mit ihren primitiven Waffen. Oh, wo fehlt auch schon einer, oder? Oh, und der zweite ist tot. Ja, die können unseren Leuten hier nicht viel. Da sind die Todeskrallen eine ganz andere Nummer. Ach, der dritte versteckt sich da. Der hat da Schutz gesucht in der Ecke. Ist aber nun tot mit seinen X-Augen. Ihr mächtigen Bösen. Ja, wir sind eigentlich gar nicht böse. Wir sind voll die Netten. So, und das ist unser Tempomodus-Raum. 0% Fehler. Gedöns. So, und eigentlich können wir... Wir haben 10 Stimpacks. Das reicht eigentlich, um den einen oder anderen wieder nach draußen zu schicken. Ja, zumindest hier King Tyler. Der kann sich draußen ein bisschen... beschäftigen. Nein, er darf sich draußen nicht befriedigen. Das wollte ich gar nicht sagen. Das hätte nämlich auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Stärke. Und Luck. Das ist perfekt. Willkommen an einem neuen Arbeitsplatz, Babe. Jetzt fangen wir nämlich an, hier unsere World effektiv aufzubauen. Ja, hätte man vielleicht auch schon früher machen können. Aber, ja, ihr wisst ja. Manchmal läuft das alles nicht so. Und jetzt haben wir wenigstens die Ressourcen und vor allen Dingen haben wir den Schutz unserer Einheiten. So, dass hier nicht irgendwelche Monster einfach reinlaufen und unsere Leute niedermähen. Ja, man, wie Schafe. Komm hier rein und mal mash. Ja. Radioactive Sheep oder so. So, Stimpack 17er Minute. Radioactive Sheep. Ich glaube, so nenne ich die Folge heute. Das hat irgendwie was. So, nur noch 15 Mal. Das haben wir gestern auch geschafft. Ich glaube, das eine Mal sogar hintereinander weg.
Na, jetzt kommt aber immer dieses blöde Bild und dann müssen wir warten, bis es wieder weggeht, damit wir hier unten auf die Tempo-Uhr drücken können. Sieht so aus, wie sie tanzt da so rechts mit dem Arm. Oh yeah, oh yeah. Party people, put your hands up. Party people, put your hands up. Party people, put your hands up. It's getting hot in here, so take all of your clothes. Ooh. Yeah. Let's do it. Da haben sie mit ihrem dicken roten Behältnissen hier rumgesaut. Alles dreckig jetzt hier. Der Hußraum. So, 34 Stunden, das wäre dann ja erst morgen. Und 48 Waffen sammeln schaffen wir heute leider auch nicht. Wie ärgerlich. Weil ich glaube, alle Leute sind ein bisschen länger draußen unterwegs. Wir gucken gleich mal, was da draußen so abgeht, wenn wir den nächsten Fehlschlag hier unten haben. Der hoffentlich nicht so bald auftritt. Aber ich habe das Gefühl, das dauert nicht lange. Sage ich ja. So, in der Zeit können wir uns hier wieder um alle anderen Räume beschäftigen. So, ich will die beiden Quests auch nicht weglöschen, die wir da haben, weil die halt auch Dings bringen. Peoples. Achso, das Feuer wird noch gelöscht, oder? Ne, schon geschafft, gut. So, du darfst jetzt hier das Privileg in diesem Raum arbeiten zu dürfen. So, wie lange braucht er? 14 Minuten für einmal Energie. Ja, ist doch ganz zügig für eine Person alleine. Oh, ich dachte, da wäre noch jemand im Raum. Falsch gedenkt. Ist da auch keiner mehr? Nö. Das ist ja doof. Ah, hier haben wir noch jemanden im Lager stehen. Oh, der hat gar keine Waffe. Stimmt mit dir nicht. So, wie mir dieses neue Outfit hier, dieses Tunnelschlangen-Outfit, das schauen wir uns mal an. Was soll das denn hier? Todesangriff ohne Vorwarnung? Finde ich überhaupt nicht cool. Zur Sauerei. Kackviecher. Na, die machen Schaden wie Sau. Okay, irgendjemand haben wir noch nicht geheilt, genau. Okay, waren das alle? Oh, Tatsache, das waren alle. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass es schon so schnell. Ich dachte wirklich, die hüpfen noch eine Etage runter. Echt Glück gehabt. Ich hatte echt das Gefühl, die werden hier unsere Wald noch ein bisschen verwüsten. Und der nächste Fehlschlag. Hier oben haben wir auch so ein bisschen was zu tun. Dann müssen wir uns das Trauerspiel auch nicht an. Ach, ist schon tot. Okay, nächste Runde. Läuft heute gar nicht so gut da unten. Und ja, was gibt es sonst so Neues? Ich lade gerade die Dingsbums-Dingsens runter. Die Dingsbums-Dingsens-Bums und werde die Rumsen-Dumsen mit Bums-Di-Dums. Schlumpfi-Bums und Rums-Hums-Humpf. Es hat keine Sau verstanden, ich auch nicht. Daher nochmal im Klartext auf nicht einer geheimen Sprache, die ich selber nicht verstehe. Ich lade gerade für PlayStation 4 die Beta runter mit Star Wars Battlefront. Ich freue mich riesig drauf, aber leider werde ich erst morgen spielen. Ich nehme jetzt nur noch Fallout Shelter auf und danach werde ich mich ins Bett begeben, da Freitag, also heute, werde ich sehr früh aufstehen. Ich werde versuchen, morgens nochmal eine Folge aufzunehmen und Star Wars Battlefront, da bin ich recht heiß drauf. Also echt so richtig heiß.
So wie von unten da im Feuer. Ihr wisst vielleicht, hier unten in diesem Reaktorraum. Ungefähr so heiß wie das Feuer da. Ja, echt gespannt. Da auf dem PC werde ich es niemals spielen können. Das soll ressourcentechnisch echt Killer-Ding sein. Aber dafür habe ich ja meine PlayStation, wo das alles ein bisschen unkomplizierter ist, wo ich nicht Fahrtwehranforderungen. Ich bin auch nicht so die Grafikkure, dass ich da die schönste Grafik brauche. Weil es sind die Sachen auf der PlayStation 4 schon einfach echt hübsch, wenn man sich Far Cry ansieht, The Witcher, mein Bäuerchen, was ich gerade gemacht habe. Auch Assassin's Creed Unity war schon schön. Ich bin gespannt, wie Syndicate wird in der Vollversion. Ich habe ja die Demo auf der Dings spielen können und habe es direkt kaputt gemacht. Auf der Gamescom habe ich ja die Assassin's Creed Syndicate Mission gespielt, die man da anspielen kann. Mit der Schwester von, oh Gott, jetzt habe ich den Namen des Hauptcharakters vergessen. Und auch von der Schwester. Ja. Da gibt es ja dieses neue Feature von der Seilwinde und ich habe das natürlich mal ausprobiert und bin dann direkt mal zum Mond, habe ich mich hochgeseilt und ging dann in der Luft. Nach ungefähr der Hälfte, na nee, so nach 5 Minuten und dachte so, oh fuck, scheiße, hoffentlich klappt das mit der Zeit noch, um die Mission durchzuspielen. Und ich habe es wirklich vor der Zeit noch geschafft, bevor wir alle da rausgeworfen wurden aus dem Testspielraum, es zu Ende zu bringen. Und ich habe auch so das ein oder andere schon gesehen, um was es geht, was man sucht, was man finden muss und so Sachen. Das fand ich eigentlich schon wieder alles ziemlich cool. Vor allen Dingen wurde ja bestätigt, dass es Jack the Ripper Mission geben wird oder eine Geschichte zu mit Jack the Ripper. Da freue ich mich echt besonders drauf, weil ich dachte mir so, altes London, da muss ein Jack the Ripper dabei sein. Irgendwie muss da müssen wir dabei sein, die Morde zu untersuchen, als die Huren niedergeschlachtet worden. Ich habe jetzt vergessen, wie der Ortsteil hieß. Habe ich echt vergessen. Bevor ich es ausgesprochen habe, wusste ich es noch. Aussprechen wollte, wusste ich es noch. Whitechapel war es. Genau. Ha, ihr könnt nicht sagen, ich wusste es nicht, weil ich wusste es doch. Oh, 20% Akku nur noch. Das reicht für den Rest der Episode. Definitiv. So, falls ich es am Wochenende nicht schaffe, für Fallout Shelter zu produzieren, freut euch auf The Walking Dead Road to Survival. Da geht's nämlich flott voran. Da kam ja jetzt auch ein Patch für raus und hat sich ein paar neue Änderungen. Und zurzeit gibt's eine Straßenkartenmission, also das sind so Sondermissionen. Und da geht's zurzeit um Alexandria. Das geht die nächsten 24 Tage und da kann man so ein paar neue nette Sachen freischalten. Ich hoffe, ich komme da einigermaßen weit. Den ersten Akt habe ich schon fast abgeschlossen und ich hoffe, man kann direkt fortfahren mit dem zweiten. Aber meine Energie ist zurzeit leider aufgebraucht, daher muss ich ein bisschen warten, bis es weitergeht. So, und wir versuchen jetzt auch mal hier in anderen Räumen den Tempo-Modus, dass wir da unten die Leute nicht zu sehr strapazieren. Und dann versuchen wir es hier oben und dann geht es natürlich direkt in die Hose, obwohl die Leute alle mit glücklichen Kleidern beschmückt sind. Was machst du da eigentlich? Alexander Scott steht im Lager. Dann soll Alexander Scott mal im Lager rumstehen. Ach, der hat eigentlich gar nichts zu tun, der läuft die ganze Zeit durch die Gegend. Ja, dann werden wir ihn dann direkt mal wieder ins Lager stecken, sobald das Feuer weg ist. Oder wir stecken ihn hier irgendwo anders hin. Habt ihr das mit dem Feuer bald mal? Geht doch. Wir haben doch irgendwo einen Raum, wo ein bisschen Platz ist, oder? Ach, wir haben hier jemanden rausgenommen? Abgefahren. Man hätte ja nie gerechnet, dass wir da jemanden entfernen aus dem Raum. So, 5 Stück nur noch. Da haben wir heute wieder echt wenig Missionen geschafft. Muss ja ehrlich zugeben. Kriegen wir schon hin. Und die nächste Runde geht aufs Haus. Geht zumindest nicht in die Hose. Schon mal sehr gut. So, und wir haben hier noch den Garten. Dann versuchen wir unser Glück auf 0%. Das ist sehr schön.
Hier beim Wasser muss so ähnlicher Effekt sein. Na? Na? Da warten wir nochmal die 12 Sekunden ab, bis sie ihre Produktion fertig haben. 12 Sekunden können ganz schön lang sein. Oh, 5%, aber das sollte auch machbar sein. So, Super Reaktor, 6% Attacke. Whee! Mission abgeschlossen, gib mir das. So, nächstes Ziel, sammle 17 Aufwärts, geh weg. Kann man noch was anderes machen? Töte 22 Kreaturen im Ödland. Ja, das wird ja von alleine passieren, sehr schön. So, Stimpacks. Gucken wir mal, was wir noch so an Leuten haben, die wir so... Huch. Da wollte ich jetzt nicht hin, sondern da. Jobs. Mir ist gerade echt warm. Lass gleich mal die Heizung ausmachen. Wird nämlich langsam Herbst hier. Und heute, die letzten zwei Tage waren so unglaublich regnerisch, ekelhafte Sache. So, Muckebude, Superreaktor. Hier, Lagerhaus. Veronique. Veronique kriegt erstmal eine neue Knarre. Und muss dann ins verfluchte Ödland. Wenn wir sie nicht in den Himmel schieben würden. Oh, so viel können wir lagern. Krass. So, in irgendeinem Lagerraum ist noch jemand. Vom Weiten sehe ich niemanden. Dann nochmal so. Verlasse Walt. Verschwinde! So, das hat ja auch wieder super geklappt. So. Versuch Nummer 2. Kraftwerk, 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 Atomreaktor, Atomreaktor, Muckibude, Muckibude, Superreaktor, Aufbereitungswasseranlage, Fitnesscenter, da Lagerhaus. Hm. Wo zum Fick? Ach, der hier hinten mit der Schlangenlederkluft. Den wollten wir vorhin schon rausschicken, aber da ist irgendwas schiefgelaufen hier. Der Jason, Stufe 10. Den drücken wir auch mal voll hier mit Stimpacks. Und Wettzeug. Und lassen ihn gehen. Nehmen wir mal fleißig alles ein hier. Cola-Zeug etc. Lupa-Cola. Nuka-Cola. Ja, die Leute sind alle erst morgen zurück. Wir haben dann 11 Leute gleich im Ödland. Müsste das ja eigentlich mit der Mission hier auch recht gut gehen. Wobei die meisten sind ja auf dem Rückweg. Die töten ja nichts. Drei Stück getötet. So, wir gucken uns jetzt hier unseren Schlangenmann an. Und verabschieden uns mit seinem Ausflug ins Ödland. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und wir uns vielleicht heute sogar noch mit Star Wars Battlefront wiedersehen. Mal schauen, ich bin gespannt auf die Beta und ich hoffe ihr auch und wir sehen uns hier wieder in Kürze. Und vielleicht auch am Wochenende mit Fallout Shelter, ich hoffe das klappt mit dem Vorproduzieren. Ansonsten Walking Dead, ich freue mich auf euch, vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid und haut rein. Ciao.